Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Luca, ich bin Receiver bei den Munich Ravens und ich nehme euch jetzt auf einen Tag bei mir mit. Day in the life of a ELF player, würde ich mal so sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kommentiert gerne mal mit der Position, die ihr spielt oder bei welchem Team ihr spielt, würde mich sehr interessieren. Folgt dem Kanal von AthleteScope, folgt meinem Kanal Luca with C. Jetzt viel Spaß mit dem Video, haut euch rein. Guten Morgen, es ist kurz nach 6, ich bin jetzt auf dem Weg ins Gym. Ich appreciate erstmal, vielen Dank für die Chance, dass ich bei AthleteScope dabei sein darf, euch einfach mal zeigen darf, wie ein Tag für einen ELF-Spieler, für einen Local ELF-Spieler ist. Wir werden jetzt nach 5 Uhr aufstehen, das Frühstücken fertig machen und dann geht's ab ins Gym. Und danach verrate ich euch nicht weiter, sonst schaut ihr das Video ja nicht weiter. Abonniert doch den Kanal von AthleteScope, abonniert gerne meinen Kanal, Luca with C. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im Gym. Was auch gut ist, wenn man so früh ins Gym geht, ist das meistens recht wenig los. Ich habe einfach oft nach der Arbeit nicht so Bock, wenn es halt zu voll ist, ins Gym zu gehen. Und ich glaube, das hemmt auch viele, weil sie einfach sich noch ein bisschen schämen, ins Gym zu gehen oder nicht genau wissen, was sie tun sollen. Wenn ihr früh geht, ist wenig los, weil ihr nicht so oft angeschaut oder ihr geht halt sehr, sehr spät. Aber ihr müsst natürlich immer schauen, dass ihr auf euren Schlaf kommt. Gerade in der Jugend, Schlaf ist wichtig, man muss noch viel wachsen. Ist bei mir ein bisschen zu kurz. Naja, jetzt geht's gleich ab in die Arbeit. Es ist jetzt kurz nach 8. Es ist eine Minute vor 8 und jetzt geht's ab in die Arbeit. Man muss ja natürlich auch irgendwie auf seine Brötchen kommen, man muss irgendwie sein Geld verdienen. Und noch lässt es sich mit Football in Deutschland nicht machen, oder in Europa eher gesagt. Deswegen ab in die Arbeit. So, jetzt bin ich im Büro. Das heißt bis 5 durcharbeiten, logisch mit einer Pause. Aber wie vorhin gesagt, man muss ja irgendwie sein Geld verdienen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall weiter zur Schule geht, weiter gute Noten schreibt und auch eure Ausbildung macht oder vielleicht euer Studium macht, ja. Man kann in Deutschland noch nicht mit Football so Geld verdienen, dass man davon leben kann. Zumindest die meisten, sage ich mal, ja, der Hauptteil. Vielleicht kommt das in der Zukunft, aber darauf ist kein Verlass. Deswegen bitte macht eure Arbeit, geht weiter zur Schule, macht euer Studium, was auch immer. Aber macht, dass ihr irgendwie Geld verdient. Und jetzt ab an die Arbeit. Okay, jetzt bin ich aus der Arbeit raus. Jetzt geht's mit dem Fahrrad ab nach Hause, Sache packen und dann los zum Training. Wir haben nämlich heute Training im Stadion, nicht wie sonst üblich. Viel Spaß! Alright Friends, ich bin im Stadion. Ich habe Bock aufs Training. Wir sehen zum ersten Mal das Feld Football bemalt. Ziemlich nice. Ich hab Bock, Junge. Okay, wir sind jetzt durchs ganze Stadion gegangen, haben einmal den Ablauf vor dem Spiel gemacht. Hallo Luca! Ich muss einmal Hallo an Vorreiter. Ja, also ich muss sagen, das Ganze macht es jetzt schon nochmal ein bisschen schmackhafter. Jeder fühlt es, im Stadion zu sein, jeder hat richtig Bock. Es ist einfach eine andere Atmosphäre. Jetzt geht's ab, wir ziehen uns um. Let's go! It's a beautiful field, isn't it, guys? Feels great. It's gonna be really exciting. Really exciting. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing.
I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. Ich hoffe, euch haben die Ausschnitte aus dem Training gefallen. Jetzt ist es 22.18 Uhr. Ich bin ziemlich müde, aber man muss ja noch was essen. Bei mir reicht das Timeschedule leider nicht, dass ich irgendwie vor dem Training was essen kann. Deswegen wird jetzt noch schnell was gekocht. Nach dem Kochen geht's ab ins Bett. Und dann dasselbe wieder morgen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, abonniert gerne mal den Kanal von Athletes Go. Abonniert gerne meinen Kanal, LukeOTC. Danke für die Chance. Lasst einen Kommentar da, bei welchem Team ihr spielt und welche Position ihr spielt. Das interessiert mich sehr. Und vielen Dank fürs Einschalten. Haut euch rein, bis bald.